Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Connected Live. Mein Name ist Elisa Gödde. Ich arbeite eigentlich bei Krone im Marketing hinter der Kamera, um für euch spannende Beiträge zu erstellen. Aber heute wage ich mich mal vor die Kamera für euch und werde euch hier die nächsten Wochen begleiten. Ja, Corona ist auch an uns nicht spurlos vorübergegangen. Auch wir mussten uns überlegen, wie wir ja mit euch im Winter im Kontakt bleiben können. Und herausgekommen ist dieses YouTube-Live-Format. Immer dienstags 19:30 Uhr, jede Woche mit einem anderen spannenden Thema, sind wir jetzt für euch da. Ihr könnt auch gerne die Chatfunktion benutzen, um uns Fragen zu stellen, oder sendet uns eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die wir euch einblenden. Ja, Winter ist eigentlich bei uns in Spelle immer die Hochsaison für Werksbesuche. Wir haben unglaublich viele Gruppen und Kunden bei uns zu Besuch, die sich einen Einblick in die Produktion bei uns gewähren. Aber auch das ist natürlich dieses Jahr nicht möglich. Aber deshalb haben wir uns das jetzt als Aufhänger genommen, um das für unsere erste Folge ja auf digitale Weise zu machen. Dafür haben wir einen besonderen Gast. Ich möchte euch Hugo Temm vorstellen. Hallo Hugo. Schönen guten Abend, Elisa. Stell dich doch bitte einmal kurz unseren Gästen vor. Ja, ich habe mehr als 40 Jahre bei Krone gearbeitet. In den ersten 17 Jahren war ich in der Konstruktion Bodenbearbeitung tätig. Und als wir die Bodenbearbeitung aufgegeben haben, bin ich in die Leitung der Arbeitsvorbereitung gekommen, dann in die Leitung der Montage und war dann nahezu 20 Jahre der Produktionsleiter, der Werkleiter im Hause. Und vor 3 Jahren bin ich dann in Rente gegangen. Ja, aber anscheinend kannst du ja immer noch nicht so ganz ohne Krone und führst daher unsere Gäste seit 3 Jahren durchs Werk. Das ist richtig. Ja, was erwartet denn unsere Besucher, wenn sie nach Spelle kommen? Ja, wenn Sie nach Spelle kommen, stellen wir zunächst mal Krone vor. Dann gehen wir durch die Fertigung, gehen durch den Betrieb, gucken uns die Fertigung an und anschließend gehen wir dann noch mal zum Ersatzteillager und gucken uns alles rund um den Service noch mal an. Das alles gucken wir uns gleich genauer an, aber eins möchte ich vorweg noch sagen: Dranbleiben lohnt sich, denn wir haben am Ende noch eine kleine Überraschung für euch. Wie hilfst du unseren Kunden, in die Krone-Welt einzutauchen? Ja, wir nehmen die in unseren Ausstellungsräumen, nehmen wir die Gäste in Empfang. Dann nehmen wir die Gäste mit in einen Besprechungsraum und dort erzählen wir dann zunächst mal ein bisschen über das Unternehmen. Zunächst mal gucken wir in die Geschichte. Da haben wir einmal das Gründungsdatum beziehungsweise das Gründungsjahr mit 1906. 1906 wurde das Unternehmen gegründet von Anna und Bernhard Krone. Zunächst mal war das eine kleine Gaststätte und eine kleine Schmiede. Schon in den 1920er Jahren wurden die ersten kleinen Geräte gefertigt. Das haben dann die Söhne Bernhard und Heinrich weitergeführt. Die dritte Generation ist dann 1963 eingestiegen, Dr. Bernhard und Heinz Krone, wobei Heinz Krone schon vor 15 Jahren leider verstorben ist. Dr. Bernhard ist inzwischen 80 Jahre alt. 2007 ist dann Bernhard der Vierte ins Unternehmen eingetreten und seit 2010 ist er unser Chef im Unternehmen. Ja, wir haben in dieser Zeit natürlich vieles an Technik gesehen, die einfachsten Maschinen in den 20er Jahren bis heute zu dem großen neuen Häcksler, stärkste Landmaschine der Welt mit 1156 PS. Aber wir fertigen nicht nur bei Krone, nicht nur Landmaschinen. Wir reden zwar gleich nur über Landmaschinen, aber wir sehen hier auf dem Bild im Hintergrund eben auch einen Auflieger von Krone. Wir fertigen also auch Nutzfahrzeuge. Aber wie gesagt, heute Abend soll es nur um die Landmaschinen gehen. Bei uns intern reden wir ja auch super gerne von der blauen Welt und der grünen Welt, aber ich fühle mich der grünen Welt deutlich mehr hingezogen. Ja, das ist bei mir natürlich genauso. Ja, wir haben, wie man jetzt hier im Bild sieht, den Standort einmal komplett. In diesem Standort findet alles statt, was einen Hersteller ausmacht. Das geht los mit der Entwicklung, das geht weiter über Vertrieb und Produktion,
bis hin zum Service, wobei hier sogar sich das Museum noch anschließt. Also alles an einem Ort, alles in Spelle. Das bedeutet kurze Wege und das bedeutet auch in einem Familienbetrieb kurze Entscheidungswege. Das Ganze findet statt auf etwa 55 Hektar Größe. Wir haben laut letztem Geschäftsbericht etwa einen Umsatz von etwa 700 Millionen Euro. Finanziell ist das Unternehmen sehr gut unterwegs. Wir haben in den letzten Jahren immer so eine Eigenkapitalquote gehabt in der Größenordnung von 45%. Manchmal ein bisschen drüber, manchmal ein bisschen drunter, aber immer um 45%. Du erwähntest ja eben, wir haben alles in Spelle, Konstruktion, Produktion. Bedeutet das gleichzeitig auch, dass alle Maschinen in Spelle gebaut werden? Alle Maschinen werden in Spelle produziert. Alle Ersatzteile sind einmal in Spelle gewesen, sind zertifiziert und so weiter. Geht alles hier aus Spelle, über Spelle raus. Natürlich haben wir dezentrale Läger, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Denn sonst würden Ersatzteile und so weiter natürlich viel zu lange dauern, bis sie da sind. Aber grundsätzlich ist alles hier einmal in Spelle gewesen. Wie viele Maschinen bauen wir denn überhaupt? Ja, wir haben sehr viele Typen. Wir haben ja als Fullliner in Sachen Futtererntetechnik beim Mähen angefangen bis Einsammeln und so weiter, haben wir alles da. Wir sehen hier in der Folie, die Folie ist nicht mehr ganz neu. Wir sehen 210 Modelle. In diesem Jahr werden es wohl, in diesem Geschäftsjahr werden es wohl 235 Modelle werden. Und das geht los mit dem Mähen beim 2-Meter-Mähwerk, bei dem kleinen 2-Meter-Mähwerk bis hin zur Triple-Kombination mit nahezu 10 Meter. Geht natürlich weiter mit kleinen und großen Wendern und Schwadern. Geht weiter mit kleinen und großen Ladewagen. Das Gleiche gilt für die Rundballenpresse. In dieser ganzen Zeile oben kann man im Grunde sagen, sind wir bei den kleinen Landwirten genauso zu Hause wie bei den Lohnunternehmern und Großbetrieben. In der unteren Zeile, da haben wir allerdings nur Maschinen für Großbetriebe und Lohnunternehmer, denn eine Großbackenpresse kann man mit 50 PS normal nicht betreiben, da braucht man schon ein bisschen mehr. Dazu kommen natürlich die Selbstfahrer Big M und Big X mit den Vorsätzen und als neueste Maschine haben wir da die Pelletmaschine. Ich wette, das ist vielen unserer Gästen ja gar nicht so klar, dass wir ein Fullliner sind und so viele verschiedene Modelle haben. Wie reagieren denn bitte unsere Besucher auf solche Zahlen? Naja, ich packe dann meistens noch einen drauf. Ich sage dann, wir vergleichen uns doch mal mit VW in Emden. VW in Emden hat drei Modelle. Drei Modelle. VW Passat, Variant und noch irgendeinen. Die haben natürlich genauso auch viele Varianten, aber diese Varianten haben wir genauso. Ja, und wie gesagt, in diesem Geschäftsjahr 235 Modelle. Da staunen die Leute. Das glaube ich sofort. Und in wie viele Länder verbringen wir unsere Maschinen? Ja, wir vertreiben unsere Maschinen im Grunde weltweit überall da, wo Milch produziert wird, überall da, wo Stroh und ähnliche Erntereste eingesammelt werden und natürlich da, wo Mais gehäckselt wird. Wir sind seit vielen Jahrzehnten in den USA unterwegs, in Südafrika, in Australien, in Neuseeland, in Japan, aber genauso seit einigen Jahren auch zum Beispiel in China oder Russland sogar mit eigenen Vertriebstöchtern und natürlich in Europa. Insgesamt in fast 70 verschiedene Länder. Das war ja jetzt schon mal ein ganz beeindruckender Überblick zum Einstieg. Aber wenn wir jetzt unsere Tour starten wollen, was müssen unsere Besucher dann noch beachten? Ja, wenn wir dann starten, wie wir das hier im Bild sehen, haben die Gäste alle eine gelbe Weste an. Sie haben einige Sicherheitshinweise gehört. Sie haben Kopfhörer dabei. Und dann geht's los. Übrigens, 2019 hatten wir rund 13.000 Besucher im Hause. Naja, in diesem Jahr ist das natürlich ausgefallen.
Das ist wohl wahr und wahrscheinlich auch nächstes Jahr werden es nicht so viele Gäste werden. Wir hoffen aber, dass sich das auch irgendwann in naher Zukunft mal ändern wird. Das hoffe ich auch. Ja, dann geht's los. Dann gehen wir zunächst mal in die Zerspannung und in der Zerspannung, da wird natürlich gedreht, da wird gefräst, da wird gebohrt, da wird verzahnt und geschliffen. Eben alles, was man in der Zerspannung so macht, um Teile für die Getriebe zu fertigen. Getriebe und ähnliche Teile. In der Zerspannung arbeiten wir 6 Tage die Woche rund um die Uhr. Ein Beispiel haben wir hier mal mitgebracht, nämlich die Fertigung von den Elementen für den Kollektor, für den Maisvorsatz, für den Häcksler. Wir sehen hier im Bild den Roboterarm und oben rechts im Bild sehen wir, wie das unbearbeitete Teil in der Kiste liegt. Der Roboterarm nimmt das Teil raus, gibt das Teil in die Maschine. Die Maschine bearbeitet das Element. Der Roboterarm nimmt das Element wieder raus, legt es in die Kiste mit den Fertigteilen, aber zwischendurch wurde noch nachgemessen. Wie gesagt, das Ganze funktioniert vollautomatisch. Wir brauchen nur die Kisten tauschen und vielleicht ab und zu nochmal ein Werkzeug tauschen. Wir haben ja jetzt gerade gesehen, diese Teile sind ja jetzt auch lackiert und ähnlich automatisch funktioniert ja auch unsere Lackieranlage, oder nicht? Ja, das ist richtig. Wir gehen dann zunächst mal von der Zerspannung weiter an Lehrwerkstatt vorbei, an Werkzeugbau vorbei und auch vorbei an die Fertigung von Mayholm und kommen dann zur Farbgebung. Wir sehen hier in der Farbgebung einmal das Bild von der gesamten Halle. Die Halle ist 138 Meter lang, 35 Meter breit, 2007 komplett neu gebaut worden. Aber bevor wir in die Farbgebung weiter einsteigen, wollen wir uns einmal das Schaubild zunächst mal angucken. Da sehen wir zunächst oben rechts, dass die Teile gestrahlt werden. Nach dem Strahlen werden die entfettet, gebeizt, zinkphosphatiert mit den notwendigen Spülvorgängen dazwischen, bevor überhaupt die erste Farbe kommt. Das heißt also 15 Schritte, bevor die erste Farbe kommt. Und die erste Farbe ist die KTL-Grundierung. Danach wird getrocknet. Dann werden die Teile in Decklack eingetaucht und nach dem Abtropfen wird dann noch einmal getrocknet mit 180 Grad. Und das alles passiert natürlich auch vollautomatisch. Aber gucken wir uns den ganzen Vorgang nochmal in Bildern an. Dann haben wir einmal den Strahlvorgang vorweg. Wir sehen auf der linken Seite, wie ein doch stark verrostetes Teil aussieht vor dem Strahlen und nach dem Strahlen rechts sehen wir eben auch ein metallisch blankes Teil und metallisch sauber muss ein Teil sein, wenn man ordentlich Farbe aufbringen will. Das Ganze funktioniert in der Stahlstrahlanlage auf der rechten Seite im Bild nicht besonders gut zu erkennen, aber das sind Stahlkörner mit 1 Millimeter Durchmesser. Danach geht es dann in die Farbgebung. Ich glaube, dazu haben wir auch ein kleines Filmchen mitgebracht. Da schauen wir doch jetzt einfach mal rein. Da gucken wir uns das Video einmal an und da sehen wir noch einmal, wie gestrahlt wird. Wir sehen die Teile, wie die in die Strahlanlage reinfahren. Die sind natürlich nicht so verrostet wie das Teil, was wir eben gesehen haben. Das war nur ein Beispiel, um das mal zu zeigen. Und auf der rechten Seite sehen wir, wie die gestrahlten Teile metallisch sauber in Richtung Farbgebung unterwegs sind. Und hier sehen wir sie schon wieder, wie die nämlich die Vorbehandlung durchlaufen, so wie wir das eben im Schaubild gesehen haben. Das Ganze läuft hier im 8-Minuten-Takt ab, auch wie ich eben schon mal gesagt habe, vollautomatisch. Dann irgendwann kommt die Grundierung, die grüne Farbe. Da sehen wir die Teile, wie die grundiert worden sind und weiter unterwegs sind zum Trocknen. Wenn die Teile dann getrocknet sind, werden die, wie man hier sieht, in Decklack eingetaucht. Danach
kann die Farbe noch ein bisschen abtropfen und dann wird nochmal getrocknet mit 180 Grad und dann sind die Teile fertig lackiert. Warum tauchen wir eigentlich und machen nicht, wie man das aus anderen Betrieben kennt, eine Pulverbeschichtung? Ja, wir haben uns 2006 im Vorfeld haben wir uns überlegt, wie wir das machen. Also klarbar bis einschließlich Grundierung, KTL mit der Vorbehandlung, da gab es gar keine zwei Vorschläge, sage ich mal, aber beim Decklack schon. Wir hätten pulvern können oder eben auch eintauchen, wie wir das machen. Dazu muss man wissen, dass bei der KTL-Grundierung und beim Pulvern in Innenräume keine Farbe drin kommt. Da wir aber viele Teile, insbesondere auch Schutzteile haben, die aus Rohren bestehen, zum großen Teil aus Rohren bestehen, haben wir uns seinerzeit für das Eintauchen entschieden, weil wir in dem Zusammenhang natürlich auch in diese Schutzrahmen in die Farbe reinbringen. Und somit haben wir wenigstens dann Decklack innen drin. Das hätten wir beim Pulver nicht gekriegt. Ja, hier sehen wir dann die fertig lackierten Teile. Die Farbe ist trocken. Wir könnten die Teile jetzt im Winter, wenn es mal schneit oder regnet, auch nach draußen fahren. Macht nichts. Machen wir im Wesentlichen aber nicht. Im Wesentlichen bringen wir die Teile direkt an die Montage. Wie viel Decklack haben wir im letzten Jahr verbraucht? Du hattest da so eine beeindruckende Zahl. Ja, wir haben im letzten Jahr 1,85 Millionen Quadratmeter lackiert. Und wenn man das mal umrechnet in Fußballfelder, dann sind das 260 Fußballfelder. Ja, die möchte ich nicht bespielen müssen. Ja, wenn wir in der Farbgebung fertig sind, dann kommt ja der wahrscheinlich spannende Teil, die verschiedenen Montagelinien. Was haben wir da denn alles? Ja, bei der Montage, wir haben ja eben die vielen verschiedenen Maschinen gesehen und deswegen haben wir die Montage aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Da haben wir einmal den Bereich Mähwerke, dann haben wir den Bereich Heumaschinen, den Bereich Rundballenpressen, den Bereich Lade- und Abfahrwagen, den Bereich Großpackenpressen, den Bereich Selbstfahrer und den Bereich Vorsätze für die Selbstfahrer. Wir sehen hier im Bild die Großpackenpresse. Diese Linie, die wollen wir uns mal angucken, auch gleich im Video nochmal. Und was wir uns dann auch nochmal angucken, sind die Selbstfahrer. Diese beiden Linien wollen wir beispielhaft einfach mal vorstellen. Und hier sehen wir, wie gerade der Rahmen der Großpackenpresse gedreht wird. Solche Vorrichtungen haben wir viele im Grunde in der Montage, um den Mitarbeitern die Arbeit zu erledigen, weil sonst müssten wir die Nadelschwinge und so weiter in dem Falle über Kopf einbauen. Das machen wir nicht. Dazu drehen wir den Rahmen erst auf den Kopf, drehen den anschließend zurück. Dann kommt die Achse drunter und dann geht es auf den Weg und hier rollt die Maschine schon. Hier sehen wir auch, wie gerade das Hauptgetriebe mit der Schwungscheibe eingebaut wird. Und so geht es dann weiter bis zum Prüfstand. Hier ist der Mitarbeiter oben auf der Maschine. Hier wird Garn eingelegt, weil wir auf dem Prüfstand natürlich auch die Knoter nochmal einstellen und die Knoter dann nochmal testen. Übrigens, bei Krone wird jede Maschine, die gebaut wird, die montiert wird, geht jede Maschine über den Prüfstand. Ganz interessant, was die Großpacken angeht. Wir sind doch, glaube ich, auch Marktführer, oder wie war das? Ja, wir sind im letzten Jahr in Deutschland Marktführer geworden mit über 43% Marktanteil. Und das ist natürlich nicht zuletzt geschuldet der tollen Technik, die wir insbesondere bei der HDP und HDP2 haben. Denn das sind Maschinen, die höchste Ballendichte bei höchster Leistung gewährleisten. Leistung ist ja irgendwo auch ein gutes Stichwort. Gehen wir doch einfach mal rüber zur Selbstfahrerlinie, oder? Weil ich glaube, da steckt richtig viel Power, oder? Da steckt natürlich sehr viel Power drin. Wir sehen hier die Montagehalle aus dem Blickwinkel des Besuchers.
die Montagehalle insgesamt 267 Meter lang. Wir sehen hier den mittleren Teil. Das erste Stück, in dem ersten Stück haben wir das Lager. Dann haben wir die Montage, die wir hier sehen. Dann kommt der Prüfstand, den wir gleich auch noch sehen. Und dann haben wir den Finish-Bereich. Wir montieren hier in dieser Halle nicht nur die Häcksler, sondern wir montieren natürlich auch den Big M, also die selbstfahrenden Mäher, heißt also Big M und Big X. Wir montieren hier in dieser Halle so täglich 2,5 bis 3 Maschinen, je nach Type. Was ich persönlich ja immer ganz toll finde, ist hier oben diese Besuchergalerie. Ja, das ist natürlich gut, weil unsere Besucher dann sehr gut von oben den ganzen Montageprozess sich anschauen können. Und ich nutze auch immer diese Halle, um den Montageprozess, der eigentlich in allen Montagelinien mehr oder weniger gleich ist, diesen Blick nutze ich von oben immer, um den Leuten zu erklären, wie wir montieren, nämlich Baugruppen montieren neben der Linie, wie wir das hier bei dem Aufstieg sehen. Der ist neben der Linie vormontiert worden und wird dann mit dem Kran auf die Maschine gesetzt. Das gilt für viele Baugruppen, das gilt zum Beispiel auch für die Kabine, das gilt für den Vorsatz, das gilt für die Häckseltrommel und so weiter, für viele andere Dinge eben auch. Ja, gerade haben wir gesehen, wie ein Big M die Linie verlässt und in Richtung Prüfstand unterwegs ist. Und damit haben wir schon den Prüfstand. Dieser Prüfstand, ein Nabenprüfstand, nicht wie man das von der Autowerkstatt her kennt, Rollenprüfstände, sondern ein Nabenprüfstand. Und wir werden gleich im Video sehen, wie wir das machen, nämlich die Maschine fährt auf eine Grube drauf und das Video kommt gleich. Ja, die Maschine fährt auf eine Grube drauf, wird dann angehoben, wird vorne und hinten komplett angehoben. Anschließend angeschlossen an 4 Aggregate über die Felgen, wie wir das hier sehen, über entsprechend große Gelenkwellen und so weiter. Vorne davor kommt ein Prüfstand, der den Vorsatz simuliert. Und dann geht die Prüfung auch schon los. Wir können hier sämtliche Fahrzustände und prüfen auch sämtliche Fahrzustände, die unterwegs vorkommen können. Aber nicht nur das Fahren wird geprüft, sondern wir haben hier in dieser Kabine, genauso wie in der Linie selber auch, 2,5 bis 3 Maschinen am Tag. Wir haben hier weit über 100 Prüfschritte, die da durchgeführt werden. Wenn die Maschine fertig ist, muss sie ja logischerweise auch weiterkommen zum Kunden. Ja, wenn die Maschinen fertig sind, dann fahren wir die in Richtung Verladehalle, die wir 2012 neu gebaut haben. Hier ein Bild, wo ein Lastwagen, ein entsprechender Transporter beladen ist mit 2 Big Packs. Wir sehen aber gleich auch im nächsten Bild, wie wir verladen, nämlich mit der Kranbrücke heben wir die Maschine an, die komplette Maschine, und setzen die auf den Lastwagen drauf. Wir verladen pro Tag so 200 bis 250 Maschinen. Naja, wir haben auch schon mal über 300 geschafft, aber normalerweise auf diesen 5 Verladeplätzen so zwischen 200 und 250 Fahrzeuge. Ja, beziehungsweise Maschinen. Last but not least, die Werksführungen enden ja meistens in Richtung vom Ersatzteilzentrum. Wollen wir uns das auch mal anschauen? Dann gehen wir mal in Richtung Ersatzteilzentrum, so wie wir das hier auf dem Bild sehen. Aber ich sag mal, Kundendienst und Service, beziehungsweise Service besteht ja nicht nur aus Ersatzteilversorgung, sondern besteht auch
aus Schulungen und besteht aus Kundendienst. Hier im Moment sehen wir das Ersatzteillager, so einen kleinen Einblick mit Großteilen. Dann haben wir Kleinteile im Lager, zum Teil wie zum Beispiel Mähholme. Die sind auch in Kiste, in Holzverschläge eingepackt. Insgesamt haben wir im Ersatzteillager etwa 59.000 verschiedene Teile gelagert. Und wie gesagt, alle Teile waren mal hier, wie wir das eingangs schon festgestellt haben. Ja, gleich sehen wir nochmal, wie die Teile eingesammelt werden. Hier die Großteile mit dem Stapler oder auch die Kleinteile, wie die gepickt werden. Und das passiert natürlich an 365 Tage rund um die Uhr. Ja, aber im Winter geht doch mein Mähwerk nicht kaputt, das steht doch da in der Scheune. Ja, im Winter, du darfst ja nicht nur das Emsland bzw. Deutschland oder Europa sehen. Auf der Südhalbkugel wird auch im Winter gearbeitet oder wird im Winter gearbeitet. Wenn wir hier Winter machen, wenn wir Weihnachten haben, dann sind die auf dem Acker und insofern müssen wir auch im Winter entsprechend das Lager besetzen. Ist im Winter denn auch die Hochsaison für die Trainings? Ja, im Winter ist auch die Hochsaison für die Schulungen. Die Schulungen finden folgendermaßen statt. Es gibt zunächst mal ein theoretisches Training. Dann gibt es auf dem Acker möglicherweise ein praktisches Training, aber auf jeden Fall ein praktisches Training an der Maschine und endet mindestens bei den Selbstfahrern damit, dass wir auch auf dem Gelände, auf dem Schulungsgelände, wie man das hier jetzt im Bild sieht, die Maschinen gefahren werden können. Das heißt, hier findet eben auch ein Fahrtraining statt. Übrigens, im Laufe eines Jahres schulen wir etwa 3.500 Leute. Ja, damit endet dann im Grunde unser Werksrundgang inklusive der Informationen, die wir vorher gegeben haben. Das Ganze dauert etwa 2,5 bis 3 Stunden und endet wieder da, wo wir gestartet sind. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche frohe Feiertage, werden oder bleiben Sie gesund. Dankeschön fürs Zuhören. Ja, herzlichen Dank, du Hugo. Ich denke und hoffe, das war für Sie zu Hause auch alle sehr spannend. Ja, wie eingangs schon erwähnt, leider können wir aktuell keine Werksführungen anbieten, aber wir hoffen, dass nächstes Jahr wieder Normalität einkehrt. Wenn Sie Interesse an einer Werksführung haben, dann wenden Sie sich am besten an Ihren Krone-Vertriebspartner. Wir werden dann alles miteinander abstimmen. Aber wie auch eingangs erwähnt, das soll es ja noch nicht gewesen sein. Wir haben ja noch eine kleine Überraschung erwähnt und dafür schauen wir uns noch mal einen kleinen Film an und gehen dafür noch mal kurz zurück ins Ersatzteilzentrum. Wir wollen natürlich alle Teile auch immer sicher versenden können und dafür haben wir seit einiger Zeit eine tolle Maschine. Das ist eine Verpackungsmaschine. Die erstellt passgenaue Kartons für jedes Teil, was wir versenden wollen. Dadurch sparen wir auch eine Menge Platz im Karton. Und wir sehen hier, wie der Kollege den Karton jetzt zurechtfaltet. Aber auch die Reststöcke werden nicht einfach weggeschmissen, sondern werden quasi recycelt und als Verpackungsmaterial weiter benutzt. Ich hoffe, Sie passen genau gut auf, was der Kollege hier verpackt. Denn das soll ein kleines Geschenk für Sie zu Hause sein. Und zwar wollen wir dieses Big X 1180 Modell verlosen. Dafür müssen Sie jetzt einfach den QR-Code, den wir einblenden, mit dem Handy abscannen. Und hierhinter verbirgt sich eine Frage. Unter allen Leuten, die diese Frage bis 7:45 richtig beantwortet haben,
losen wir dann den glücklichen Gewinner aus. Und eventuell steht das Modell schon nächste Woche bei Ihnen zu Hause auf dem Tisch. Wir sind jetzt am Ende der Sendung angekommen. Und ich hoffe, wir konnten Sie ein bisschen unterhalten und mitnehmen. Ich hoffe, wir sehen uns auch nächste Woche wieder. Dann haben wir wieder ein tolles Thema. Wir haben einen Vertreter von Landschaft Verbindung hier zu Gast. Und ja, Sie können sich immer unter www.krone.de/live über die Termine informieren. Und ich hoffe, bis nächste Woche. Einen schönen Abend.